Hallo und herzlich willkommen zu Car Ranger Car Changer Folge 2, einer sehr kurzen und sehr wichtigen Folge. So wichtig, dass ich hier so richtig YouTuber-mäßig unterwegs bin, damit ihr auch alle brav dranbleibt. Ich möchte euch auch direkt einen Beauty-Tipp geben. Nein, das nicht. Erstmal möchte ich kurz zurückblicken. Was haben wir denn in Folge 1 gemacht? Wir haben einen A3 1.8T Quattro mit 180 PS gekauft, ein ziemlich gutes Auto, und haben es für das Doppelte wieder verkauft. Das heißt, da ist schon ein gutes Auto mit dem Spiel und noch gut Geld reingekommen. Und am Anfang haben wir so ein bisschen gesagt, ja, reichen die Spenden denn überhaupt für ein gutes Auto und so weiter und so fort. Wir nehmen das Geld natürlich nicht raus. Das heißt, das ganze Geld bleibt im Spiel. Der ein oder andere, der jetzt spenden möchte, ja, bitte beteiligt euch, damit ihr am Ende ein cooles Auto gewinnen könnt. Da nochmal der Aufruf. Und jetzt suchen wir natürlich ein Auto. Meinst du, dass ein adäquater Ersatz sozusagen ist, um uns wieder nach oben zu arbeiten? Wir sind nur auf der Suche. Und jetzt denkt ihr, ja, Moment, dann gibt es doch heute gar kein Auto zu sehen. Doch, wir sind bei Car Ranger. Es gibt natürlich wie immer auch ein Auto zu sehen. Ihr könnt eins kaufen. Und wenn ich euch jetzt einmal umdrehe, dann werdet ihr denken, Moment, das Auto, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Das Stativ auch, auf dem parke ich euch jetzt nämlich einfach mal kurz, damit ihr dieses Auto noch einen Moment anschauen könnt. Da auch noch so ein paar Impressionen von innen. Ja, das ist tatsächlich mein E32 in Außenlacksilber, innen rot. Rotes Leder und Holz, genau das, was ich persönlich möchte. Jetzt denkt euch, du Depp, warum verkaufst du denn dein Auto? Ja, einerseits, viele von euch wollen den E32, also hier, bitte nehmt ihn euch. Und das andere ist eine private Geschichte. Die private Geschichte kann man quasi nur mit dem Auto zusammen kaufen. Fahren kann ich ihn halt leider kaum, einfach weil ich jedes Wochenende bei euch bin, um eure Autos zu fahren und zu filmen. Von daher darf der Dicke mich leider Gottes verlassen. Was hat das mit Car Changer zu tun? Ja, die einen von euch wollen einen haben und die anderen, ja, die vielleicht auch sagen, ja gut, ich möchte jetzt aber mich an dem Projekt beteiligen. Wenn ich das Geld kriege, landet es auch, ja, zumindest ein Teil davon noch wieder in dem Projekt Car Changer drin. Von daher, Win-Win-Win-Situation. Aber das Wichtigste in dem Video ist doch eigentlich, wir haben einen Termin, also Kalender öffnen, 26.09., das ist natürlich ein Samstag, in Großzimmern. Großzimmern, wo ist denn das? Das ist in der Nähe von Darmstadt, also ziemlich zentral gelegen für die meisten von euch. Und da ist das Fahrwerk. Fahrwerk jetzt nicht wie hier vorne, die schönen Federn, die ihn ein bisschen tiefer machen, sondern, ja, das ist eine Kartbahn, es gibt Minigolf, es gibt Veranstaltungslocation. Apropos Veranstaltung, ja genau, unsere Veranstaltung ist halt dort. Das heißt, wir versuchen alle Leute am 26.09. dort zusammenzukriegen. Es wird auch Tickets vorher geben und so weiter und so fort und auch die genauen Spielregeln. Aber das Wichtigste heute war, erstens, wenn ihr 32 will, gönnt euch, ja. Und zweitens, ja, am 26.09. ist unser Event, markt es dick ein und habt jetzt keine Angst vor Corona oder irgendwas, bis dahin ist es alles gegessen. Oder die 5 Leute, die übrig geblieben sind, haben dann höhere Chancen, das Auto zu gewinnen. Von daher, irgendwas Gutes muss man dem ganzen Jahr abgewinnen. Ja, in der nächsten Folge kommen dann wieder so ein bisschen mehr die Spielregeln und das nächste Auto, was wir gekauft haben. Ihr habt gesehen, wir haben uns in der ersten Folge gut hochgearbeitet und wir hatten schon 180 PS und Allradantrieb. Und wer jetzt von euch sagt, ah nee, so ein Auto will ich nicht gewinnen, dann frage ich mich, hä, was wollt ihr denn hier? Das war unser erstes Auto, wir tauschen uns hoch. Wir alle sind wegen Autos hier und von daher ist das ein tolles Projekt, was wir dieses Jahr, ja, zusammen am Laufen haben. Das war Folge 2, kurz und prägnant, 26.09. eintragen, spenden, damit das Auto noch geiler wird, was am Ende rauskommt. Und ich verabschiede mich langsam schon mal so ein bisschen von meinem Schatzi. Außer es möchte keiner von euch haben, dann werde ich dich natürlich immer lieben. Das war's von dieser Woche. Wir sehen uns ja in der nächsten Car Changer oder Einblick-Folge. Oder wo auch immer, wenn ihr jetzt ein altes Video guckt. Also bis dahin, ciao.